Hallo und willkommen zur neuesten Folge der aventurischen Geschichtsstunde. Wir haben viel Zeit gescheut und viel Mühen auf uns gebracht, um endlich wieder einen neuen Termin zu finden. Sorry dafür. Wie beim letzten Mal sage ich, dieses Mal geht schneller. Ich hoffe mal, dass wir das auch klappen, beziehungsweise wir haben sogar schon für einen Monat einen Termin ausgemacht. Also es sieht gut aus und heute bin ich natürlich wieder mit dem David. Hallo David. Hallo. Und natürlich Raphael. Hallo Raphael. Hallo auch von mir. Und bevor wir losgehen mit der Geschichte, noch eine kurze Info, was so passiert. Du hast letzte Mal ja angekündigt, ein Heldenbuch, das ja inzwischen erschienen ist und du hast da Feedback bekommen oder sowas, ne? Ja, nicht direkt, aber ich lese viel dazu. Dominik und ich haben ja das April-Heldenwerk in gewohnter April-Manier geschrieben und ich habe nur mitbekommen, dass es sehr polarisiert. Ich glaube, die Bewertungen sind entweder sehr gut oder sehr schlecht und nichts dazwischen. Wir hatten sehr viel Spaß und ja, muss jeder für sich entscheiden. Also ich, ja, mir gefällt es gut. Ansonsten habe ich tatsächlich momentan nichts mehr aktiv, außer dass ich mich natürlich auf den Prinz-Brien-Konvent freue, in dem David ja auch dabei sein wird. Der ist noch ein bisschen hin und ich hoffe, das wird auch wieder eine regelmäßige Veranstaltung nach dem nächsten Mal. Ja, ich bin gespannt. Ich bin leider nur auf der Warteliste. Es war irgendwie, du hast ja gesagt, nach einem Tag war es schon ausgebucht. Und ich habe es irgendwie vor 2 Tagen erst erfahren. Und da war schon alles weg. Aber ich habe mir jetzt mal auf die Warteliste gesetzt, mal kicken. Und dann schauen wir mal, ob ich da noch Platz finde. Vielleicht möchte ja irgendjemand nicht mehr, weil der Termin ist ja ganz, ganz schlecht. Deswegen wir drücken die Daumen. Sollte da jemand absagen. Ja, und ansonsten, du hast gesagt, im Moment hast du gerade DSA schreibfrei. Das stimmt. Aber David ist da mittendrin. Kannst du da irgendwas erzählen, was du gerade machst? Ja, ich bin gerade bei den Echsensümpfen mit in dem großen Autorenteam, was mit an den Produkten arbeitet, für das Crowdfunding, was momentan läuft. Und beschäftige mich, also zuletzt habe ich was geschrieben zum Thema Handel und Dienstleistungen unter Geschuppten und schreibe auch an dem Text mit über die Stadt Port Coddard. Da gibt es ja eine starke alanfanische Präsenz, das liegt mir naturgemäß nahe. Und ja, genau, lerne auch nochmal neue Dinge über das Schwarze Auge, weil tatsächlich die Echsen, die Ahas und die anderen geschuppten Völker ein Thema sind, mit dem ich mich nicht so gut auskenne wie mit manchen anderen in Aventurien. Ich höre ja gerade das Phileas an Hörbuch. Da waren sie jetzt auch gerade im Echsenreich, dort unten da im Süden. War auch sehr interessant. Übrigens weiterhin eine Empfehlung, die Hörbücher. Ja, sowieso gut geschrieben und auch der Sprecher, den mag ich eh, Detlef Bierstedt, der, ich glaube, irgendwie alles im Moment vertont, was irgendwie rauskommt. Ja. Und dann würde ich sagen, kommen wir mal zur Zeit 4000 bis 3000. Und wie es schon heißt, der Untergang der Hochelfen. Ich glaube, jetzt so schlimm wird es jetzt nicht, aber die Hochkönigin Orima, sie war ja viel auf Reisen. Was haben denn die Reisen mit ihr gemacht und was ist mit ihr passiert? Nun, da fange ich jetzt mal direkt, fühle ich mich mal angesprochen, gleich als jemand, der ja zuletzt auch was über Orima geschrieben hat. Und ich möchte auch mal diese Propaganda, die hier in der Historia steht, hier bis aufs Schärfste verurteilen. Ja, Orima soll verschroben durch ihre Reisen geworden sein. Also ich glaube, schaut euch mal die Sternenträger-Kampagne an, liest bis zum Ende durch und dann steht ja nichts mehr von verschroben. Also das ist hier ganz klar riesische Propaganda von Chalven, die hier durchkommt. Also ja, richtig ist allerdings, die Reisen verändern Orima und genau, sie hat natürlich auch eine gewisse Bürde als Hochkönig oder Hochkönigin der Hochelfen und tatsächlich gegen 4000 vor Bosbarans Fall besteigt sie ein letztes Mal ihr Sphärenschiff, die Riel Mandra, und kann von dem schönen Lufthafen in Tishiana ablegen und kehrt nicht mehr zurück. Das Schiff kommt leer zurück, von ihr fehlt jede Spur. Und kleiner Spoiler bis in die aventurische Jetztzeit und schaut euch mal so aktuelle Elfenkampagnen an. Vielleicht kriegt man so ein bisschen was von Orima wieder mit.
Den Elfen hilft das nicht viel, denn die brauchen einen neuen Hochkönig. Und jetzt kommen, du hast gerade schon die Filerson-Saga angesprochen, jetzt kommen Filerson-Fans auf ihre Kosten. Es wird nämlich niemand Geringeres als Hochkönig Fenvarien, den man ja auch durchaus in einigen Abenteuern heute noch, also vor ein paar Jahren noch begegnen kann. Ja. Und natürlich wichtig, das darf man nicht unterschlagen, Urima wird kurz danach eben auch als Göttin bei den Elfen geführt, was zu dem Zeitpunkt ja noch üblich ist, heute eben nicht mehr, aber damals, also sicherlich auch eine der letzten Göttinnen wahrscheinlich, die in dem Sinne entstanden sind. Ja. Ich finde es interessant, hier steht drin, als blinde Schicksalgöttin mit Füllhorn und Schwert. Jetzt kommen wir wieder zu Filerson. Dort ist es ein Kelch und kein Füllhorn. Also ich stelle mir die zumindest, Füllhorn und Kelch sind halt meiner Meinung nach unterschiedliche Dinge, aber... Vielleicht verallgemeinern die Tor, weil er das auch trinken kann aus nicht. Beidem. Und ja, wir werden schauen. So, Pyrdakor wendet sich ja den Elfen zu. Was passiert denn da mit den Echsen, David? Ja, das sind dann so ein bisschen die Schmuddelkinder, ne? Die werden nicht mehr so, sind nicht mehr so stark in der Aufmerksamkeit des Gottdrachen wie zuvor. Und das zeigt sich dann über die Jahrhunderte. Wir reden hier ja immer noch über sehr große Zeitspannen, in denen die Dinge geschehen. Das zeigt sich auch, dass die Echsen so ein Stück weit sich ferner fühlen von Pyrdakor und bestimmte Rituale einfach immer mehr nur zu reinen Ritualen verkommen. Und gleichzeitig führt es aber auch dazu, dass dieses Vakuum, was dadurch entsteht durch Pyrdakors Abwesenheit, wieder gefüllt wird durch andere Kulte. Und wir erfahren, dass der Drachenorden, den es ja schon eine ganze Weile lang gibt, dass der an Einfluss gewinnt. Und das nicht nur als reiner Orden selbst, sondern es gibt einen inneren Kreis mit den Mantra Kim. Und es gibt eben auch einen weiteren Kreis an Anhängern und Bewunderern und Unterstützern, der noch weit schneller wächst, als der Orden selbst an Einfluss gewinnt. Und den Mitgliedern des Ordens wird auch eine regelrechte Verehrung entgegengebracht mit der Zeit, was auch dazu führt, dass ihre Fähigkeiten sehr stark, sehr hoch geschätzt werden. Und das hat zur Folge, dass die Mitglieder des Ordens oft auch für besonders riskante und gefährliche Aufgaben und Missionen ausgewählt werden, was dann ihre Zahl auch schwinden lässt, denn nicht von jeder gefährlichen Mission kehren die Ordensmitglieder wieder zurück. Ja gut, das ist dann irgendwie doch blöd gelaufen. Andererseits machen sie sich dadurch einen guten Namen und werden immer beliebter im Volk. Aber ein anderes Volk möchte das Joch des Sklaven abstreifen und in Harabal. Da gibt es einen Aufstand der Waldmenschen. Der wird zwar blutig niedergeschlagen, aber einige entkommen doch in den Dschungel und gründen verborgene kleine Siedlungen. Und das ist auch der Grundstein für das spätere Kemi-Reich. Ehe schon, wir haben heute eine Folge, wo wir direkt auf aktuelle oder recht aktuelle Kampagnen verweisen. Ne? Also einmal die Sternträger, wer mehr über Urima wissen möchte. Und David ist da ja bestens im Bilde, dass man mit den Kemi haben wir ja auch noch nicht allzu lange her eine schöne Kampagne, die man nachspielen kann. Nicht wahr, David? Das stimmt, genau. Und die sind ja auch wirklich also ein Volk, was sehr geschichtsbewusst ist und eben seine Traditionen sehr weit zurückführt. Und es gibt, gibt tatsächlich auch einen. Im letzten Teil der Kampagne, im letzten Abenteuer, gibt es eine Situation, wo auch dieses Thema nicht im Mittelpunkt steht, aber zumindest angespielt wird, die Zeit, als die Kemi noch Sklaven waren unter den Echsen. Jetzt musst du natürlich noch sagen, von welcher Kampagne du redest. Genau, stimmt. Das sollte ich dazu sagen. Es geht um den Rabenkrieg, die sechsteilige Rabenkrieg-Kampagne, die Möglichkeit eröffnet, an einem, einer kriegerischen Auseinandersetzung teilzunehmen zwischen dem Kemi, der derzeitigen Königin des Kemi-Reiches folgen und den Kemi, die ihrer Schwester folgen, die selbst auch nach dem Thron tracht und die unterstützt wird von Verbündeten aus Al-Anfa, die sie mit nicht nur mit Geld und Waffen, sondern auch mit Söldnern unterstützen. Und die Idee dieser Kampagne ist eben, dass man diese Auseinandersetzung auf beiden Seiten erleben kann. Entweder auf Seiten der Königin,
die vom Horasreich auch unterstützt wird oder auf Seiten von Prinzessin Rhonda, ihrer Schwester, die von Alanfa unterstützt wird. Ja, von dem tiefen Süden würde ich aber wieder weiter in den Norden springen, ins ewige Eis, also wenn es uns zu warm geworden ist, gerade bei den schönen Pyramiden da unten. Es ist jetzt ein bisschen her, unsere letzte Folge, ich weiß nicht, wann ihr sie gehört habt, vielleicht bei euch nicht ganz so lange her, aber wir hatten letztes Mal kurz darüber gesprochen, da ist dieser Hochelf Ometeon, der sich selbst zu einem Gott ausruft und da oben auf dem Himmelsturm quasi sein eigenes Volk jetzt führt. Und das passt dem Pyrdakor überhaupt nicht. Und der sagt, nee, so machen wir das nicht. Und wir haben ja auch letztes Mal gehabt, dass Pyrdakor Pardona erschaffen hat, seine Dienerin. Und er sendet sie eben in den Himmelsturm, um Ometeon zu beeinflussen. Damit möchte er letzten Endes auch wieder das elementare Eis unter seine Kontrolle bringen. Das hat er ja verloren, die Macht darüber. Er möchte den Schlüssel irgendwie zurückerlangen. Und Pardona gelingt das auch ziemlich gut, den Ometeon zu beeinflussen. Und gründet ihren Kult des leuchtenden Geistes und sagt, Ometeon ist ein Gott und passt fast alles. Leider ist sie nicht mehr auf Pyrdakors Seite, also aus Pyrdakors Sicht leider, denn Pardona hat sich längst ja dem Namenlosen angedient und nutzt das da oben also auch für das ganz schöne Chaos. Sie tötet selbst Ometeon, will seinem Bruder Emetiel in die Schuhe schieben und es bricht ein riesiges Chaos aus. Die Elfen bekämpfen sich da oben im großen Bruderkrieg, bis schließlich die wenigen Freunde von Emetiel und aufbrechen, in den Süden fliehen von Pardona und ihren Kultisten, nenne ich sie mal, nachgesetzt werden. Jetzt hat auch unser Gottdrache mal ein bisschen mehr verstanden, worum es geht. Ist auch ein weiter Weg in den Norden und tatsächlich ist es eine auch wirklich überlieferte Manifestation, die ihn sehr schmerzt, denn er muss in das ewige Eis herein, um da Einhalt zu gebieten und er hat ja keine Macht mehr über das Eis, aber er selber möchte Pardona noch einmal aufhalten und dadurch gelingt es Emetiel und einigen seiner Getreuen noch zu fliehen. Und aus ihnen wird später das Volk der Firnelfen werden, während Pardona mit ihren Leuten dann vor Pyrdakor sich lieber zurückzieht und die nächsten Jahre im Himmelsturm verbringt. Was ist alles so passiert? Und wenn ihr das genau herausfinden wollt, wie es passiert ist, können wir wieder auch die Phileasan-Kampagne verweisen. Genau, oder etwas moderner, in den Sternträgern darf man es auch miterleben. da kann man es sogar in der damaligen Zeit genau diese Passage im dritten Band mitbekommen, ja. Macht man da eine Zeitreise, oder? Ja, wir müssen mal eine Spoilerrunde zu Abenteuer an anderer Stelle machen, aber nein, Zeitreisen gibt es nicht dort. Okay, ja, dann bin ich gespannt. Gut, was macht denn Pardona im Norden? Also, sie zieht sich zurück und dann Drehdäumchen. Ja, ich mache jetzt mal weiter, sonst David, du kannst ja ergänzen an der Stelle auch so ungefähr. Ganz so schlimm ist es nicht, denn sie selber entscheidet sich jetzt, dass sie ist ja eine gewissermaßen auch eine große Chimärenmeisterin gewesen und sie erschafft ihre eigenen Kreaturen und erschafft dann mit der Zeit oder möchte das weiter ausbauen und baut eine unterseeische Stadt in der Nähe des Himmelsturms, wo sie auf große Endurium-Vorkommen stößt und beginnt da oben ihr Reich auszubauen, aber eben so, dass man es nicht sieht, weil alles unter der Erde passiert. Während auf der anderen Seite tatsächlich einige, oder sind, hier steht, von drei Elfen auch überleben, an Fenvarians Hof zurückkehren und von Pardonas Verrat sprechen können, sodass die Elfen zumindest gewarnt sind, dass da irgendetwas Umtriebiges ist und dass das da oben nicht so gut gelaufen ist und eine der elementaren Städte damit auch schon gefallen ist tatsächlich. Ja, jetzt wissen Sie Bescheid. Sie baut oben aus. Wir kommen später nochmal auf Sie zurück, aber ich fürchte, jetzt gucke ich mal in deine Richtung, jetzt sind erstmal wieder diese kleinen grummligen Freunde dran in der Geschichte. Ja, also die unter den Geoden gibt es nun zwei Strömungen. Einmal die an Brandans Lehre glauben, der reinen Elementarzauberer folgen und Harmonie in der Welt erreichen wollen. Und dann gibt es noch die Herren der Erde. Und sie denken, ja, Magie ist geil. Wir sollten einfach alle unter unsere Fuchtel bringen und sollten alle das machen, was wir glauben. Damit kann man merken, okay, Konflikte sind vorprogrammiert. Und 3933 vor Prospera II wurde der erste Hochkönig gewählt. Xagul, Sohn des Xorax. Ja, es
Geht eigentlich erst auch ganz gut, aber nach einigen Jahrzehnten, also nach relativ kurzer Zeit, irgendwie wird er ganz komisch. Und statt den Wiederaufbau fortzusetzen, lässt er nun Werkzeuge, Essen und Waffen zerstören, verbietet seinem Volk das Ausüben alter Handwerkskünste. Und dann möchte er sogar die heiligen, uralten heiligen Hallen von Xorlosch mit Lava fluten lassen, um sein Volk dazu zu zwingen, an die Oberfläche zu ziehen. Die Geweihtenschaft des Angrosch unter dem ehrenwerten Lagorax stellt sich zwar gegen die Befehle und hier ist es nur, er kann die Ausführung nur verzögern. Doch dann kommt ein alter Geode, Darbasch, und der Wortführer, Sumudiner und ehemaliger Brandan-Schüler entdeckt einen geodischen Zauberbann auf dem Hochkönig. Und dadurch enttarnt er die Pläne von Xarguls engsten Berater Albatrox. Abatrox, nicht Alba. Das Ganze ist praktisch aufgeflogen. Und die Zwerge haben sich gedacht, okay, wir müssen irgendwie verhindern, dass unsere Handwerkskünste nochmal irgendwie vergessen werden. Und sie haben beschlossen, eine Schrift wäre doch nicht schlecht. Und wie Zwerge sind, jeder denkt sich, ich kann es am besten machen. Und die Sprachen werden sich untereinander Konkurrenz machen. Doch die Rogoland-Runen, die ursprünglich für die Geweihtenschaft kamen, wurden dann als offizielle Sprache aller Zwergen gewählt. Aber jetzt kann mir bestimmt einer von euch noch erzählen, was nach Abatrox Verrat mit ihm und diesen Herren der Erde passiert ist. Ja, der Abatrox selber ist ja tatsächlich, muss überstürzt fliehen, ja, und ich glaube, über sein Schicksal ist mir zumindest gar nichts bekannt, ich weiß nicht, David, ob du was kennst, aber das Ansehen der Geoden, das ist tatsächlich das Gelittene. Es waren ja eh schon, wie wir alle wissen, ne, also Zwerge, es waren immer schon Außenseiter, wenn ich es mal so sagen darf, ja, und jetzt sind sie offenbar wirklich von der Gabe des Drachen besessen, also das ist erstmal ein Rückschlag für alle Geoden überhaupt. Nur die Heldentaten Brandans überhaupt ist noch zu verdanken, dass das Geoden noch geduldet werden. Sodass der irgendwann auch Greise Darbasch, wobei ich immer die Frage ist, wann ein Zwerg Greis ist an der Stelle. Also ein paar hundert Jahre scheint er alt zu sein. Und wie lange? Genau. alle Geoden um sich versammelt und verurteilt schließlich all jene von denen, die Zauberer nur als Mittel der Herrschaft sehen, zur Verbannung. Und macht damit quasi den Weg frei, auch im Wesentlichen auf die, auf die heute bekannten Geoden. Ne? Auch Lagorax, der, Angrosch-Priester, der sich ja gegen den Hochkönig gestellt hat, wird zum obersten Priester ernannt, wird lange Zeit geistlicher Führer, aber auch er kann nicht alles wiederherstellen an Wehrfähigkeit, was einmal hatte. Also dieser ganze Zwist und diese Intervention der Geoden hat auch schon den Zwergenvolk wieder zu schaffen gemacht. Also die Zwerge haben echt kein leichtes Leben. Wenn die Drachen mal Ruhe geben, dann kommen andere Zauberer und stürzen sich auf sie, ja. Ja, die Einflüsterung der Drachen sind überall. Ja, es scheint tatsächlich, ne, sobald es keine einigende Bedrohung von außen gibt, gehen die Zwerge sich untereinander an die Kehle. Die ein oder andere. Naja, so würde ich es jetzt nicht sagen. Also bis jetzt hat ja noch kein Zwerg einen anderen. Oder zumindest ist es nicht überliefert, dass, ja. Nein, bis jetzt hat noch kein Zwerg keinen anderen erschlagen. Steht so in den Runen. Dann muss es stimmen. Die Runen sind gerade erst erfunden worden. Wir wissen gar nicht, was vorher die nächsten 1000 Jahre passiert ist. Ja, doch schon. Aber kommen wir zu den Zwergen, zu einem anderen Volk, die Hochelfen und deren Hochmut. Und wie heißt das? Und der Traum Mandaljas. Was ist da los? Ich mache erstmal weiter an der Stelle. Da ist schon viel zu sagen, ehrlicherweise. Ne? Das ist eher so eine kurze Problembeschreibung, sag ich mal, denn die Elfen sind jetzt leider auch, oder die Hochelfen, so muss man es ja sagen, sind jetzt auch leider irgendwie in der Spirale gekommen, wo es nach unten geht. Ja? Hochkönig Fenvarien und hier haben wir noch zwei
Name-Droppings für Filerson, Elfen und andere Freunde, Beraterin Niam Goldhar und Eusin. Die versuchen zwar das Volk irgendwie noch auf Kurs zu halten, aber der Untergang hat eigentlich schon längst begonnen. Mit dem Hochmut ist gemeint, dass viele Elfen sich jetzt insbesondere als mächtigste und fortgeschrittenste Rasse sehen, selbst oberhalb der Echsen von Cetar und ihrem Drachenkaiser, und dabei gar nicht bemerken, dass sie längst in Einflüsterungen des Namenlosen erlegen sind. Und sie sind tatsächlich, sie sind einfach Badok, das geworden, was sie nie werden wollten. Und damit ist das, was sie, ja, das der ganze Elfsein in dem hochelfischen Sinne, dem Untergang geweiht. Einigen weiseren Elfen wird langsam bewusst, dass Padonas Verrat hier dass ihr Ende langsam einläutet. Und da gibt es einen ganz extremen Philosophen, Arikalion wandelt in fremden Toden, der die Elfen Mandalias dazu aufruft, sich durch intensive Träume lichtelfischen Ursprüngen anzunähern. Die ganze Stadt legt sich in den lang andauernden Schlaf, der sie, die ganze Stadt von der Welt entrückt tatsächlich. Also, ja, das, der mag damit vielleicht sein Elfsein oder ihr Elfsein gerettet haben, aber sie liegen halt im lang andauernden Schlaf und können auch nicht weiter agieren, ja. Und liegen die da jetzt noch, oder? Ich Wenn glaube, sie keine geweckt hat, dann schlafen sie eben, noch heute. Es gibt da jetzt auch meines Wissens keine neuere Setzung zu, aber ich, ja, ich habe letztes Mal schon gesagt, ich weiß auch nicht irgendwie alles, sondern ein paar Sachen gehen an mir vorbei. Gut, dann kommen wir wieder zu den Zwergen. Ja, sie gründen in den Nebelzinn kleinere Bingen und es entstehen auch erste Siedlungen in den Eiszinn. Und dort treffen sie auch mal ein paar Menschen, die seit dem Untergang der Wölfen in dieser Region dann überlebt haben. Und die Menschen selbst nennen sich doch die Nivesen. Und sie nehmen sogar von den Zwergen den Ingra-Kult, teilweise zumindest. Aber dann kommt es, ja, wie es kommen musste. Es ist friedlich und ein Zwerg, Kalman, Sohn des Kurtag, hat sich verliebt. Und die schöne Agira möchte er heiraten. Aber die lässt eigentlich alle blitzen und von ihm fordert sie einen besonderen Liebesbeweis. Am besten ein Stück aus Pure Darkwars Hort. Ja, wie wir wissen, das hat das letzte Mal zum Krieg geführt. Also sagt er natürlich, ah nee, das ist blöd. Wäre zumindest das Beste gewesen. Und so bricht er 3008 heimlich. Überquert als erster Zwerg seit Ordamon den Jaquir, Grenze zum Reich der Echsen. Und er trägt einen mondsilbernen Panzer, eine Rüstung, die sein Vater als größter Meisterschmied dieser Epoche eigentlich für sich selbst angefertigt hat, aber seinen Sohn weiter. Und im Rastulswall begegnet er Kalman. Ich muss sagen, ich habe vorher von dem Namen noch nie gehört. Habe ich da irgendwas verpasst oder kommt es noch? Absolut, ja. Also auch sehr ältere Abenteuer darf man ein bisschen mehr spoilern. Eine Asta von Kalaman findet man in der Bauwart-Kampagne wieder, wo sie einen wichtigen Teil darstellen, denn du wirst ja gleich auf die mondsilberne Rüstung eingehen, die dem vierten einem Gezeichneten zur Verfügung gestellt wird. Ich glaube, der vierte, ne? Ja. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Also er trifft ihn, er freundet sich an und zu zweit sagen sie, komm, wir gehen mal nach Cetar. Und dort können sie sogar in den Tempel eindringen, der Podaka geweiht ist, und ein Stirnreif stehlen. Und am nächsten Tag erkennt Kalman, dass der Stirnreif ein uraltes Meisterstück zwergischer Handwerkskunst ist. Er hat Ordamans Krone gefunden. Ja, aber jetzt denken natürlich alle, okay, es kommt wieder Krieg. In dem Fall Pyrdakor wusste, dass es kommt und wusste, dass er dahin geht und hat einfach gesagt, hier packen wir doch mal die Krone dahin und übrigens, hier ist mal ein kleiner Fluch. Ja, Kalman und Zaf trennen sich dann. Er lässt die Rüstung erst einmal zurück und die beiden versprechen sich feierlich wiederzutreffen. Ja, Kalman erreicht 3073 den Eisenwald und überreicht Agira feierlich die Krone und so soll die Hochzeit für das kommende Jahr verabredet werden. Aber einige ältere Zwerge erkennen Kalmas Tat jedoch als frevelhaften Verstoß gegen den alten Vertrag und sie bereiten unter der Führung des Geweihten
Xoragos, Sohn des Xergos. Eine Verbannung kam als vor, um einem Exempel zu statuieren. Ja, am Morgen der Hochzeitsfeier, wo alle Gäste von Nauen tritt Xoragos vor und verkündet das Urteil. Kalman wird auf ewig aus dem Zwergenreich verbannt. Akira sagt sich da natürlich sofort und sagt, oh nee, ich mag dich doch nicht mehr, schönen Tag noch, nimmt die Krone und geht. Und Kalmans Volk möchte aber das Urteil nicht hinnehmen. Und nach einer kurzen Beratung beschließen sie, einfach ja, Kalman zu folgen. Und wie heißt es hier, selbst mit Waffengewalt können sie von diesem Schluss nicht werden. Und so verlassen sie Xorlosch und ziehen in die Welt. Auch hier, es gibt noch keine Truppe. Aber was ist denn jetzt mal mit dieser sprichwörtlichen Treue der Zwerge? Ne? Also ne, da kommt, da will sie, er macht alles, was sie will. Ne? Sie bringt ihm, er bringt ihr die Krone und er sagt, nee, jetzt doch nicht mehr. Also das ist ja jetzt nicht, ne, du als Zwergenprofi, das finde ich jetzt schon sehr elfisch, das Vorgehen. Ne? Also. Und er ist ja wirklich lang unterwegs. Er ist ja 7 Jahre weg, um diese Krone zu holen. Das ist ja schon ein echter Einsatz hier. Naja, 7 Jahre ist jetzt nicht so lang. Dann nach Zwergen. Eine Reise? Also, ja, nach zwergischen Erkenntnissen sind 7 Jahre jetzt nicht so lang. Also, da wächst einem ja gerade mal ein Pflaum. Wenn ich das mal runterskaliere, sage ich mal, wie alt wird ein Zwerg? 400 Jahre? Also in Menschenzeiten 2 Jahre unterwegs sein, ist, finde ich jetzt doch nicht so wenig. Also, aber da ist Details. Ach, ja, ich denke aus unserer heutigen Sicht ja. Damals waren aber die Strecken halt nicht so schnell. Wir hatten ja keine Flieger oder so. Da brauchst du halt eine Weile, wenn du mal irgendwo fliegen. Also 2 Jahre geht ja. Das waren auch damals Seefahrer im Mittelalter. 2 Jahre konnte man schnell vergehen. Tja, Heimann auf jeden Fall, der ist schon los und weiß noch gar nicht, dass sein Volk auch. Der irrt einfach mal durchs Land. Sein Volk sucht ihn, findet ihn nicht. Durch Hinweise eines Trolls entdecken die Zwerge inmitten des Mittelwalds einen größeren Höhlenkomplex, der von Luminianern angelegt wurde. Und einige bleiben da und gründen die Binge Kabiados. Jetzt aber die Frage, wer sind Luminianer? Das ist, wir hatten die im 7. Zeitalter, die Luminianer. Das ist eine insektenartige Spezies. Das sind diese Telepathen, die so ein bisschen bienenartig sind, ne, mit gelbem Pelz und schwarzen Flecken und genau. Die, also ich stelle mir die so ein bisschen vor, wenn die Leonier Löwenmenschen sind, dann sind die Luminianer Bienenmenschen. Und genau, die sind aber tatsächlich, also die waren, wenn wir jetzt einige Folgen zurückschauen, im 7. Zeitalter sehr einflussreich auf dem aventurischen Kontinent, sind das zu dieser Zeit schon aber nicht mehr und sind auch, also sind quasi ausgestorben bereits zu dieser Zeit und haben aber eben in, ja, großen Städten zusammengelegt, die auch aus Schächten und Kammern bestanden. Und ich nehme an, dass die Zwerge dann auf so eine verlassene Stadt, so eine verlassene Lumianer-Siedlung gestoßen sind. Spannend ja ganz der Hinweis, dass ein Troll sie darauf aufmerksam gemacht haben soll. Ne? Also das, ja, aber früher war alles möglich an der Stelle. Also das finde ich eine interessante Sache, was Trolle mit Lumianern ja auch nichts zu tun hatten. Und gut, wahrscheinlich ist so eine Siedlung zu klein für Trolle gewesen oder sowas, aber ja. Ja, die einige Zwerge lagern 3005 in der Nähe der Stadt. Ja. Und die Hochelfen übergeben ihnen den leeren Stein Simias, der von nun als heiliges Gut von den Zwergen gehütet wird. Und auch hier splittert sich das Volk wieder auf. Ein Teil erinnert sich an Kalmans Erzählungen über die Menschen und sie ziehen in den Rastelwall, wo sie 2999 freundliche Aufnahme finden, Siedlung gründen. Und hier, dort sind Geoden dabei. Und so wie es ausschaut, beginnen sie ihre Zauberkunst an die Menschen weiterzugeben. Und dies muss als der Ursprung der Druiden angesehen werden. Was mich natürlich zu der Frage bringt. Wenn der Ursprung der Druiden Geoden sind, warum waren die nicht im Grundregelwerk? Tja, es gibt halt Sachen, die entwickeln sich einfach weiter. Ne? Die Druiden sind die Geoden 2.0, das andere interessiert.
Nicht mehr so recht. Ich finde eine Sache ganz lustig und an der Stelle passt sie aber auch. Ne? Ehrlicherweise, was mich persönlich ein wenig stört in der Historia, ist diese Pseudogenauigkeit mit den einzelnen Jahreszahlen. Ja? Also ob da jetzt die Schlacht um 14.730 oder 14.731 war, wer weiß das denn noch? Ich glaube, hier stimmt das sogar. Also hier kann ich mir richtig so vorstellen, dass es so eine zwergische, ein Stein eingravierte Jahreszahl gibt, wo man sagt, das ist dann und dann passiert und da passt es gut, dass es nicht 3000 ist und nicht um 3000, sondern exakt 2999. Den Zwergen nehme ich das ab, dass er irgendwo in einer Höhle im Rastulswald da unten man noch die Gravur findet, wo die Jahreszahlen wahrscheinlich noch die Tageszeit draufsteht. Und trotzdem wird die Motivation, finde ich, an der Stelle nicht ganz erkennbar. Ne? Das Verhältnis zwischen Elfen und Zwergen ist ja nicht so ganz einig brüderlich. Hm. Und warum die diesen Stein Simjas dann also an die Zwerge übergeben, das wird nicht so ganz deutlich, finde ich. Ne? Das ist so ein Mysterium, was noch seine Entdeckung hat. Denn offenbar haben die es ja gerade erst kennengelernt und geben ihnen dann gleich so ein wertvolles Artefakt in die Hand. Hm. Ja, das stimmt. Das ist auch sehr interessant. Also die Elfen sind komisch. Um es einfach mal so zu sagen. Ja, dann kommen wir zu anderen, zu den Kopf. Und zwar, viele in Xaulash zurückgebliebene Zwerge sind unzufrieden und halten sogar die Kalmans Verbannung für viel zu schwieriger Strafe, weil ist ja kein Krieg passiert. Ja, es gab sogar heftige Wortgefechte, zum Teil Bewaffnung. Und es werden mehrfach Boten zu den Amboss-Zwergen geschickt, um Hilfe von erfahrenen Kriegern zu haben. Die sagen, ah, nee. Ihr klärt es mal unter euch. Ja, daraufhin verlassen weitere Zwerge Xaulash. Und ja, viele kleinere Zwerge ziehen durch die Welt. Und an unterschiedlichsten Orten finden sie Zuflucht. Eine größere Gruppe schafft es unter dem Schutz von mitreisenden Geoden. Wieder hier die Geoden doch sehr präsent. Bis zu den einsamen Koschbergen, wo sie das Königreich Dumon Okosh, die schwarze Zuflucht, gründen. Und da ist es interessant, König Aswadur beschließt, dass die Wanderung, boah, ist eigentlich gut gelaufen, da können wir auch weiter über der Erde bleiben. Und warum auch? Also, man macht zwar ein paar Stollen und Minen, aber doch große Teile des Zwergenvolks siedeln dort in überirdischen Hütten und Häusern. Ja, andere aus Xaulash möchten zu den Amboss-Zwergen. Und die sagen aber, wir wollen uns da nicht einmischen, bleibt mal da draußen, aber wenn ihr hier irgendwo in der Gegend eine Binge erstellen wollt, dann helfen wir euch. Ja, einige sagen, ja, ist okay, aber die meisten sagen, oh nein, Amboss-Zwerge, ihr seid böse. Einige wollen sich dann mit Gewalt Zugang zu den reichen Hallen erzwingen, doch es passiert, was passiert. Sie werden aufgerieben, wie es hier so schön heißt. Eine kleine Schar versprengt, dann zieht weiter in die Schwarze Sichel, wo sie auch neue Siedlungen errichten. Ich finde es immer interessant, wenn das heißt eine kleine Schar, da denke ich 5 bis 10. Aber sie errichten eine neue Siedlung. 100. Ich finde ja ganz spannend, bei aller, also ich weiß, Zwerge sind stur, aber die Logik will sich mir noch nicht erschließen. Die Amboss-Zwerge sind blöd, die helfen uns nicht, deswegen greifen wir sie jetzt an. Also das ist doch so, ja, also das sind doch irgendwie immer noch Brüder-Zwerge. Und ich verstehe auch nicht ganz, wenn, da kommen wir ja gleich zu, wenn du sagst, es sterben ja keine Zwerge. Also wenn die zerrieben werden, stelle ich mir auch vor, dass da ein toter Zwerg am Ende des Tages liegt. Oder liegen die alle nur bewusstlos da und wachen nach 100 Jahren Schlaf wieder auf. Also irgendwie sterben doch mal langsam ein paar Zwerge untereinander. oder wie läuft es? Nein, das passiert nicht. Das ja. Ist ah, gut. Aber wir hatten eben gesagt, Elfen sind komisch. Ich würde das mal erweitern und sagen, Zwerge auch. Nein, würde ich so nicht sehen. Ja, nichtsdestotrotz, der geweihte Xuragosch verlangte Xaulash von Agira die Krone. Aber die weigert sich, nicht irgendwie aus Liebe zu Kalman oder so, für den hat sie ja noch Hund und Spott übrig, aber Habgier. Und hier wirkt bereits Pyrdarkos Hinterhältiger, der Agiras Gier und Hochmut verstärkt und auf ihre Familie und Freunde übergreift, bis schließlich das ganze Volk Abraims gegen Xuragosch verschwört.
würde tatsächlich mal kurz, wenn ich einmal kurz einhaken darf, weil das finde ich ja spannend an der Stelle. Ne? Wir haben uns ja vorhin, hattest du ja schon ausgeführt, dass Pyrdakor mitkriegt, dass der Kalaman da was klauen will und dann Fluch drauf legt und sich dann fein zurückhält. Ne? Und da hätte man denken können, was macht der denn da endlich? Aber dieser ganze Zwergenzwist, den hat er damit ausgelöst. Also ehrlicherweise, mit diesem einen Fluch war er deutlich erfolgreicher als mit seinen ganzen Drachenkriegen, die er die Jahre vorher angezettelt hat. Ne? Also tatsächlich, das muss man schon sagen, dass, da geht sein Plan hier auf, ja. Ja, total. Und hier versucht Xuragosch zur Agira zu gehen und die Krone zu halten, aber wird von ihren Verwandten erschlagen. Und hier ist die Tat, die in späteren Zeiten mythisch als der erste Mord eines Zwergen an einem anderen erklärt. Ja, hier ist es ja Mord, das andere war ja, ne, das ist ja hier Gefechte und so, das hat ja mit Mord nichts zu tun. Ist ja was ganz anderes. Ja, nichtsdestotrotz, Ygrim lässt die Erde beben und Chaos bricht in Xorlosh aus. Der Tag des Zorns fordert mehrere Todesopfer. Wie gesagt, die sind ja nicht Mordopfer, ne? Todesopfer ist was ganz anderes. Agira wird von einem Fluch getroffen. Agira wird von einem Fluch getroffen, die sie in einen ewig brennenden Stein verwandelt. Und schließlich flüchtet Aborheims Stamm, überstürzt auf der Stadt. Und mit sich tragen die Zwerge einen Stein, den vor aus Ordamans Krone gebrochen und der Pyrdakors Fluch trägt. Ja, die Flüchtlinge ziehen nach Norden, begegnen 3071 am Ufer des Neunaugensees, erstmal den Elfen. Im Gegensatz zu den anderen Zwergen, die ausgezogen sind, wird hier keine Freundschaft begründet, aber zumindest auch kein Krieg. Und 3069 betreten sie das Orkland. Gibt es mehrere Scharmützel mit Schwarzpelzen. Und ja, die Schar entdeckt im 42 alte 3060 unter Führung von Alberic, Sohn des Artak, die Siedlung Umarizim. Die später aufgrund ihres Reichtums goldene Stadt genannt wird. David, habe ich mal eine Frage an dich, wenn du das weißt. Also ganz ehrlich, für mich, als ich jetzt, ist ja auch meine Güte, schon fast 30 Jahre her, dass ich mit DSA angefangen habe, da war Umrazim immer dieser Mythos, das ist die Stadt, die irgendwo verloren ist und wenn man die findet, dann hat man alles Geld und den Helden haben ausgesorgt. Also ich glaube, damals war es so, dass die Helden unbedingt nach Umrazim wollten, um ausgesorgt zu haben. Ist das nochmal irgendwo aufgegriffen worden, weißt du das, hinterher? Glaube nicht. Also, ne, das taucht tatsächlich, glaube ich, immer nur als Mythos. Mhm. Ja, habe ich auch so ein Gefühl. Auf. Ich überlege, das gibt in dem in dieser Spielstein-Kampagne gibt es auch eine verlassene Zwergenwinge, ne, wo man reingeht, aber das ist wahrscheinlich nicht. Okay, bleibt mal als Mythos abgetan. Muss ich mal hinfahren nach Umrazim vielleicht. Muss ich doch mal einen Abend machen. Das ganze Gold ist doch da, es wartet doch darauf, gehoben zu werden. Sehr schön, ja. Ja, bin ich gespannt. Finde ich einen guten Vorschlag. Reiche ihn gleich. Kommen wir doch kurz vorher zu den Abbas-Zwergen. Die haben gesagt, also irgendwie da in Xorlosh, die sind irgendwie alle komisch. Und sie lösen sich. Und der König Shoraxan erhält den Titel Waffenmeister Angrosch. Und von nun an leitet er auch alle Zeremonien, bis dahin die Aufgabe des Xorloscher Hochkönigs gewesen sind. Und jetzt kommen wir zum Kalman. Letzten bei den Menschen, hier aber wieder 3009, kehrt er einsam zurück zu den Tulamiden. Oder Kinder Tulams, wie sie hier noch haben. Er hat die Mondsilberrüstung geholt und hofft, einen alten Freund Asaf zu finden. Doch der liegt als über 90-Jähriger gerade im Sterben. Kalman ist erschüttert. Denkt sich, ui, wieso sterben die Menschen so? War doch gerade erst hier. Ja, er lässt seine Freundschaft. Und jetzt frage ich euch, ihr habt ja schon angekündigt oder Sneak Peek auf die Borberat-Kampagne gemacht. Ihr habt gesagt, Asaf ist damit bei und auch die Rüstung, aber die Rüstung kriegt er erst, wenn er tot ist. Da muss Kinder dabei sein, oder? Es ist jetzt schon lange her, dass ich das gelesen und gespielt habe, aber soweit ich weiß, finden die Helden auch nur die Reste der Rüstung oder genau genommen die Firnglänzende Hand.
Und erfahren von der Geschichte von Assaf und Kalaman in dem Abenteuer. Sie begegnen da kein Nachfahren, aber die finden sie, glaube ich, irgendwo in den Schätzen von dem Chimärenmeister Abu Terfas. Ne? Ja. Genau, genau. Was auch den Vorteil hat, dass die Hände sind hier bei allen ungefähr gleich groß. Ne? So eine komplette zwergische Rüstung würde dann ja auch nur einem zwergischen gezeichneten Helden passen, aber bei so einem Handschuh, da kann man davon ausgehen, das hat so ungefähr die richtige Passgröße. Hm. Und ja. Oh. Ja, das stimmt. So, und nun, wer kennt sich mit Trollen aus? Erzähle mir von den Trollen und dem ersten, der schwarzen Auges. Augen. Das erste schwarze Auge sozusagen. Was passiert da? Was machen die Trolle? Willst du David was sagen? Oder? Gerne du. Ich glaube, was die Trolle angeht, bist du mehr Experte als ich. Okay, genau. Sehr gerne. Ja, das ist tatsächlich auch ehrlicherweise auch eine sehr wichtige Wendepunkt eigentlich, weil der später in vielen Abenteuern immer wieder aufgegriffen wird. Denn die Trolle haben ja sehr viel an Macht und Bedeutung mittlerweile verloren, haben sich in kleinere Gebiete zurückgezogen, aber es gibt noch einige herausragende unter ihnen, darunter die Trollin Ogodatschtar. Und die erfährt in einer Visionsqueste davon, dass Pyrdakor über ein sehr mächtiges Artefakt verfügt. Das erste schwarze Auge, der Primoptolit. Und sie beauftragt also drei trollische Helden, die größten der Zeit, dieses Artefakt zu rauben. Und die machen das ein bisschen geschickter als Kalaman. Lassen sich von Achaz gefangen nehmen, werden als Sklave nach Zetar gebracht, machen dort einige Jahre niedere Dienste und warten gewissermaßen ab, erfahren erstmal, worum geht's denn eigentlich, was machen die da, und ja, dann dringen sie in den Pyr-Tempel ein. Einer von ihnen wird vor einem Wächter-Leviathan erschlagen, die anderen beiden entkommen aber mit dem schwarzen Auge. Auch der zweite von ihnen opfert sich, um seinem jüngsten Bruder das Entkommen zu ermöglichen. Er flüchtet vor den Echsen, die ihm nachsetzen. Und ja, wo kann man am besten hinfliehen? Vor diesen Warmblüter-Echsen in den Norden. Ja, und deswegen bringt er das erste schwarze Auge in die Eiszinnen. Und da verliert sich die Spur tatsächlich. Man sagt, dass die Yetis dort oben auf ihn getroffen sind und das erste schwarze Auge bergen seither. Und das hat ja beispielsweise auch schon mal Helden ausgesandt unter dem Nordlicht, um genau dieses erste schwarze Auge zu suchen in einem alten DSA-Klassiker. Es ist immer noch verloren und es ist sicherlich eines der mächtigsten Artefakte, was irgendwo in Aventurien noch herumliegt, wo immer. Würde mich sehr freuen, wenn das mal aufgegriffen wird. Gehe ich auch eigentlich von aus, so ein Plot kann man nicht liegen lassen. Aber für den Moment wissen wir nicht viel darüber, außer dass es irgendwo im Eis verloren ist. Und wer dieses erste schwarze Auge hat, dessen Macht ist natürlich sehr groß, kann aus der Ferne seine Armeen steuern, wie es Pyrdakor gemacht hat. Also wirklich sehr großes Artefakt, was irgendwo im Eis jetzt verloren ist. Interessanterweise haben ja die Zwerge 3352 die erste Zwerge in den Eis errichtet. Also vielleicht. Ich weiß nicht, ob sie so hochgekommen sind, aber gut. Nee, zumindest heißt es in den Eiszinnen. Ja. Und er ist ja auch in den Eiszinnen. Ja, jetzt haben die Trolle gehabt. Jetzt kommt noch einmal zu den Elfen. Zysimalias Untergang. Tja, sie haben ja den Stein den Zwergen gegeben. Warum sie es übergeben hat, wird hier nur vielleicht habt seine Visionen und etwas Böses kommt über Semalia. Was passiert denn da? Ja, das ist dann gewissermaßen, wir hatten anfangs den Untergang des Himmelsturms gehabt durch Pardona. In Semalia hat sie auch wieder die Finger drin. Aber dieses Mal ist es sogar noch, ja, ist anders, denn sie schickt den legendären Basiliskenkönig, eine fürchterliche Kreatur, die Stadt vernichtet. Es heißt, allein der Anblick und der Gestank töteten schon die meisten Elfen und die Stadt war danach unbewohnbar, ist verfallen und zerstört. Es gibt da auch ein schönes Abenteuer dazu, wo man ein bisschen was erleben kann, ist aber auch mittlerweile in die Jahre gekommen, aber da kann man einiges über den erfahren. Tatsächlich wird die Stadt vollständig vernichtet durch diesen Basilistenkönig und er kann sich auch rund 2000 Jahre dort halten und seinen giftigen Brodem in den Land verbreiten, ehe der große Held Geron kommt endlich und der mit 7 Streich diesen Basilistenkönig auch besiegen kann. Und damit ist die mittlerweile dritte Elfenstadt raus. Den Himmelsturm hatten wir ganz am Anfang. Mandalia träumt sich irgendwo weg und Semalia geht durch den Basilistenkönig unter. Und die zweite, die Pardona, direkt gewissermaßen durch ihren Einfluss
vernichten kann. Ja, man kann sagen, Padonas Pläne gehen allesamt auf. Zum Glück nicht ganz alle, denn auch Padona muss man einstecken. David, magst du dazu ein bisschen was sagen, wie es bei dir weitergeht? Ja, es ist so, dass wie es auch den Elfen eine gewisse Sorglosigkeit scheinbar zu eigen ist, weil auch die Elfen Simialas sind ja trotz der Ereignisse, die sie schon mitbekommen haben in den anderen Elfenstädten und der Warnung auch sogar, dass es eben eine Anhängerschaft des Namenlosen gibt, auch vielleicht in ihren eigenen Reihen sehr sorglos und müssen das am Ende bezahlen. Auch Padona scheint, nachdem sie ja lange Zeit jetzt erfolgreich war, so ein bisschen von der eigenen Macht und den eigenen Fähigkeiten geblendet. Und sie hat ja den Basiliskenkönig als sehr mächtiges Wesen herbeigerufen und dabei scheint ihr ein Fehler unterlaufen zu sein. Ein Beschwörungsfehler, der dazu führt, dass nicht nur der Basiliskenkönig erscheint, wie sie das geplant hatte, sondern noch ein weiterer, mehrgehörnter, der so mächtig ist, dass er auch die zweifellos auch erfahrene Padona überwinden kann und sie mit sich reißt in die siebte Sphäre, dorthin, wo der Dämonensultan schon wartet. Und damit ist Padona erstmal vom Spielfeld entfernt und das für eine ganze lange Weile. Und dadurch, dass das aber eben ja nicht öffentlich geschieht, bekommt das erst einmal niemand mit und auch die Nachtalben als Geschöpfe Padonas, die sie ja wie eine Göttin verehren, erfahren nichts von ihrem Schicksal und gehen davon aus, dass sie früher oder später sicher zurückkehren wird und ja folgen quasi den letzten Befehlen, die sie erhalten haben, denen auch ihr Einflussgebiet aus, soweit, dass sie selbst im Westen bis zum Nachbarkontinent Myranor kommen und auch dort im Norden ihre Stützpunkte errichten. Jetzt ist ja das genau, also der Abschnitt in der Historie ist überschrieben mit dem Untergang der Hochelfen, aber ich finde, man kann sagen, alle müssen so ein bisschen federn lassen, auch die Zwerge, die ja von den 8 Völkern sind, dann am Ende in Xorlosh nicht mehr sehr viele übrig und auch die Echsen haben ja durchaus ihre Niederlagen und Veränderungen, mit denen sie klarkommen müssen. Also es ist schon, ja, diese Zeit zwischen 4000 vor und 3000 vor Bosbrans Fall, die führt eigentlich für alle drei zu dem Zeitpunkt besonders einflussreichen Völker, die Elfen, die Zwerge und die Echsen zu Rückschlägen und Erschütterungen eigentlich in ihrem Machtgefüge. Was ja auch naheliegend ist, weil so langsam muss ja irgendwie der Plattform geboten werden, dass die Menschen übernehmen können eines Tages. Und genau, das ist tatsächlich hier schwierige Jahre für alle Völker, die bisher sich an der Macht halten. Ne? Ja. Ja, damit. Ja, wir können sagen, es wird spannender. Genau. Und kleinteiliger. Also, wir sind ja noch im 10. Zeitalter. Das 11. wird da schon. Halt, Moment, sind wir im 10.? Oder sind wir im 11.? Bin verwirrt. Zehnte. Das 11. ist ja Mensch. Genau. Es ist 10. Zeitalter. Sehr spannender, finde ich. Immer wieder auch jetzt wo relativ viel passiert und ja Grundlagen geschaffen werden für auch Sachen, die bleiben. Gefühlt war ja in den anderen, gab es auch immer so ein Ändern der Welt, sage ich mal. Die Kontinente und alles wurden irgendwie ein bisschen verschoben. Das scheint jetzt erst einmal ein bisschen auszubleiben. Gut, möchtet ihr noch was über die Zeit 4000 bis 3000 vor Bosporans Fall erzählen? Nö, ich glaube, es passt soweit. Schauen wir mal als nächstes, was unser lieber Drache macht, denn der ist, glaube ich, danach dran. Und wir gucken mal, wie es mit ihm weitergeht. Ein Untergang folgt dem nächsten. Gut, dann, ich danke euch beide für die Zeit, dass wir es wieder geschaffen haben. Wir gehen an unsere Mitpodcasterin raus, die leider jetzt nicht dabei sein konnte. Wir hoffen, dass sie vielleicht dabei ist. Und ansonsten, Christina, schöne Grüße. Und euch da draußen wünschen wir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, Mahlzeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Macht's gut.